In diesem Video zeige ich euch ein paar Familien- und Kinderspiele. Ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit ist das vielleicht eine tolle Sache. Jetzt, wo die Kids wochenlang zu Hause sind, bis sie wieder in Kindi dürfen oder in die Schule, könnt ihr sie mal ein bisschen auspowern am Spieltisch, jetzt, wo man nicht auf den Spielplatz darf und eh fast nur zu Hause rumhängt. Ich glaube, ist das eine gute Alternative zum Fernsehen oder zur Spielekonsole. Mampfer. Ein Spiel für zwei ab 5 Jahren. Im Endeffekt eine aufgemotzte Tic-Tac-Toe-Variante. Man hat hier die Goblets und die können sich gegenseitig mampfen. Also sprich, die gibt es in 3 Größen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Die sehen total witzig aus. Dadurch, dass sie sich gegenseitig auffressen können, wird das Spiel einfach ein bisschen komplexer als das klassische Tic-Tac-Toe. Tolles Spielmaterial. Aktuell bei uns für einen schmalen Taler zu haben. Auf jeden Fall ein Blick wert. Hier haben wir ein Spiel für die ganz Kleinen, ist schon ab 4. Timmy macht Urlaub. Worin geht's in Timmy macht Urlaub? Also, Timmy will in Urlaub und muss seine Sachen packen. Ist ein Geschicklichkeitsspiel. Man muss schauen, dass der Timmy alle seine Sachen irgendwie geschultert, unter die Arme, sonst wohin kriegt. Und wenn er sie halt verliert, dann war es das mit die Dinge in Urlaub nehmen. Witziges, kleines Geschicklichkeitsspiel für die Jüngsten schon. Also auf jeden Fall einen Blick wert. Hier haben wir Zug um Zug London. Zug um Zug dürfte in vielen vielleicht ein Begriff sein. Zug um Zug London ist quasi eine abgespeckte kleine Variante, die sich in kurzer Zeit spielen lässt. 10 bis 15 Minuten pro Partie. Ist für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. In 3 Minuten erlernt und Spielspaß für Stunden. Also macht man nicht viel falsch. Ist echt cool. Hier hinten könnt ihr mal noch einen Blick drauf werfen, wie es aussieht. Es geht im Endeffekt darum, Buslinien in London zu etablieren und Aufträge zu erfüllen. Und am Ende halt die meisten Siegespunkte zu haben. Hier habe ich für euch SlideQuest, eins meiner persönlichen Highlights und das Lieblingsspiel von Max. Der Max ist der Mann hinter der Kamera, der hier immer die Filmchen schneidet und dafür verantwortlich ist, dass es am Ende richtig gut aussieht. Deswegen sage ich auch oft wir, obwohl ich alleine vor der Kamera sitze, weil der Max steht hinter der Kamera und macht es erst möglich, dass diese ganzen coolen Videos entstehen. So, aber jetzt wieder zurück zum Spiel. SlideQuest, worum geht's? Ist ein Geschicklichkeitsspiel für 1 bis 4 Leute. Es geht darum, dass ihr den Ritter sicher über den Parcours bringt. Hier gibt es diese Hebel, mit denen kann man das Spielfeld kippen. Je nach Anzahl der Spieler bedient man einen oder mehrere dieser Hebel. Und dann hat man verschiedene Aufgaben. Es gibt 20 Levels. Man muss am Anfang erstmal nur heil über den Parcours kommen. Man kann Herzen sammeln, wenn man ins Loch fällt. Dann verliert man Leben. So ein bisschen an ein Arcade-Game angelehnt, sage ich mal, so mit dem Leben und Leben kriegen. Die ganzen Szenarien werden nachher aufwendiger. Man muss dann Gegner rumschieben in Löcher, dann steht Dynamit rum, muss man aufpassen, dass das nicht umfällt. Also macht richtig, richtig viel Spaß. Tolles Material. Also wirklich nicht nur was für die Familie, sondern könnt ihr auch mit auf Arbeit nehmen, mit euren Kollegen spielen. Also ich habe jetzt noch keinen gekannt, der da nicht richtig viel Spaß damit hatte. So, jetzt habe ich hier noch Double für euch. Reaktionsspiel. Worum geht es in Double? Jede Karte hat verschiedene Symbole. Immer bei 2 Karten ist ein Symbol gleich und es geht im Endeffekt darum, wer sich zuerst eine gewisse Anzahl Karten snappt. Gibt es noch verschiedene Spielmodi, die werden hier alle erklärt. Das ist ein richtig witziges Spiel für alle Altersklassen. Könnt ihr als Familie wirklich viel Spaß damit haben. Macht ihr nichts falsch, für einen schmalen Taler zu bekommen. Jetzt ganz zum Schluss habe ich noch Combo Color für euch, Wettstreit der Farben. Da erkläre ich gar nicht viel, weil da haben wir vor kurzem ein eigenes Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und habt da ganz viel Spaß, wenn ihr das auch noch anschaut. Ich habe mir richtig schwer getan, ein paar Spiele für euch auszusuchen, weil es wirklich Unmengen an tollen Kinder- und Familienspielen gibt. Ich verlinke euch die Spiele, die wir hier gezeigt haben, direkt unten in die Beschreibung des Videos. Link da auch mal in die Shop-Kategorien beim Big Panda rein für die Kinder- und Familienspiele, dass ihr mal seht, was es neben diesen coolen Spielen noch weiteres an schönen Spielen gibt. Wenn das Video für euch hilfreich war, wenn ich euch ein bisschen beraten konnte oder ein paar Ideen an die Hand geben, was euch taugt, dann lasst mir ein Like da. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal und stay at home, play at home, stay safe. Schönen Tag euch.